Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Warum? Weil mich heute die Kirche Geburtstag hat an Pfingsten. Geburtstag der Kirche wird an Pfingsten immer wieder gefeiert. Denn dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich sein an ihm. Eine Geschichte, die am Pfingstsonntag in der Kirche immer wieder erzählt wird, ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und da habe ich Ihnen was mitgebracht. Einmal ein Lexikon und Jenga-Steine. Was hat das miteinander zu tun? Sehr viel, denn es geht bei dieser Geschichte um den Turmbau zu Babel. Also folgendes. Es hatte allerlei Welt, eine Zunge und eine Sprache. Und die Menschen dachten sich, oh, wir werden anfangen, einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel reicht, um Gott ganz nah zu sein. Und so fingen sie dann noch an. Bauten Ziegelsteine und bauten einen Stein auf den anderen und einen Turm, der immer höher und höher wuchs. Gott schaute sich das Ganze an und irgendwann sagte er sich, die Menschen fangen an, mit ihren Tun sich sehr zu überheben. Und es geschah etwas auf einen Tages, als wieder mal ein Stein auf den anderen gesetzt werden sollte, da krachte alles zusammen. Der Turm brach zusammen und die Menschen erschraken sich. Und sie wollten einander das große Erstaunen zum Ausdruck bringen. Was ist denn da jetzt passiert? Aber sie verstanden einander nicht mehr. Jeder sprach und redete in einer anderen Sprache. Gott hatte ihre Sprachen verwirrt. Es gab nicht mehr die eine Sprache, die alle verstanden, sondern ganz, ganz viele. Fortan, brauchte man ein Lexikon oder gute Sprachkenntnisse, um einander besser verstehen zu können. Aber davon erzähle ich Ihnen gleich in der Predigt mehr. Erst einmal möchte ich Ihnen noch ein Glaubensbekenntnis unserer Konfirmanden vorlesen. Ich glaube an Gott, denn er hat die Erde und alle Pflanzen, Tiere und uns Menschen erschaffen. Ich glaube an Gott, denn er liebt die Menschen, auch wenn sie mal was falsch gemacht haben. Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der jeden hilft und sich für Schwächere einsetzt. Ich glaube an Jesus Christus, der die Welt verbessert hat und uns große Hoffnung gibt. Ich glaube an den Heiligen Geist, denn in ihm ist Gott bei uns und hilft uns. Er gibt uns Kraft gegen Ungerechtigkeit und für den Frieden zu kämpfen. Komm, Heiliger Geist, du denn da? Das sage ich mal ganz gerne zu jemandem, der gerade dummes Zeug redet oder viel zu viel redet oder auch unverständlich von der Akustik her redet. Was babbelst du denn da? Mir ist so aufgefallen, wie ich den heutigen Gottesdienst vorbereitet habe, dass da irgendwie so ein sprachlicher Zusammenhang besteht zwischen dem Turmbau zu Babel, wo die ganzen Sprachen verwirrt wurden, und dem undeutlichen Sprechen meines Gegenübers. Ja, den anderen zu verstehen, ist manchmal gar nicht so einfach. Wie gesagt, besonders jetzt, nachdem alle Sprachen verwirrt waren, man brauchte das Wörterbuch oder einen guten Übersetzer oder eigene gute Sprachkenntnisse, sowohl damals wie auch heute, um den anderen verstehen zu können. Aber selbst wenn jeder Deutsch redet, versteht man den anderen nicht immer hundertprozentig. Manchmal redet man geflissentlich aneinander vorbei. Welche Sprache sprechen wir eigentlich? Sprechen wir die Sprache der Angst oder die Sprache der Liebe? Sprechen wir die Sprache der Gemeinschaft oder die Sprache der Vereinzelung? Die Jünger damals, als Jesus gestorben, auferstanden war und zum Himmel aufgefahren war, die sprachen erstmal ein bisschen die Sprache der
Angst. Aber als dann der Heilige Geist, der Tröster, zu ihnen ins Haus kam und sich wie Feuerflammen auf ihren Kopf setzte, da wurde ihr Herz auf einmal total erfüllt vom Geist der Liebe und sie sprachen die Sprache der Liebe und der Begeisterung miteinander und untereinander. Sie waren vom Feuer der Begeisterung ergriffen und das breitete sich wie ein Lauffeuer unter ihnen allen aus. Und sie erzählten jetzt von den Wundern, die sie in den letzten Jahren und Wochen und Monaten so erlebt hatten, mit Jesus zusammen. Und sie waren so begeistert davon, so heißt es zumindest in der Apostelgeschichte, dass anschließend 3000 Leute sich taufen ließen. Und Petrus, dieser einfache Fischer aus Galiläa, auch er erzählte von seinem Glauben. Und er sprach so direkt in die Herzen der Menschen, dass diese total ergriffen waren. So steht es in der Bibel. Und ganz ehrlich, ich frage mich, wie ist das möglich? Wie will das werden? Bin ich da so ein Zweifler wie die Menschen damals in der Bibel? Denn einige sagten von denen, die Leute da, die auf einmal so komische Sprachen sprechen, dass sie untereinander alles verstehen, sind die eigentlich besoffen? Haben die zu viel getrunken? Oder was ist da passiert? Bin ich so ein Zweifler wie die Außenstehenden oder bin ich so gläubig wie Petrus? Wie sieht es bei Ihnen aus? Welche Sprache sprechen Sie? Bei Petrus war Folgendes, sein Herz brannte, er war erfüllt vom Heiligen Geist. Er musste einfach erzählen, wovon sein Herz, seine Seele so Feuer gefangen hatte. Er war Feuer und Flamme für das Evangelium. Und mit dieser Begeisterung, da war er höchst ansteckend, aber diesmal im positiven Sinne. Und die Botschaft war, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden, denn Gott kommt, überraschend und überwältigend. Damals, am ersten Pfingsttag, 50 Tage nach Ostern, da kam der Heilige Geist, um die Menschen zu begeistern. Damals entstand die Kirche, die Gemeinschaft der Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und darum sagte ich eingangs auch zu Ihnen herzlichen Glückwunsch, denn heute hat die Kirche Geburtstag. Und heute? Wie gesagt, mir ist es noch nie passiert, dass nach einer Predigt Tausende von Menschen sich haben taufen lassen wollen. Ich habe noch nie erlebt, dass Menschen einander tief verstehen, es eine neue Gemeinschaft gibt, in der alle dieselbe Sprache sprechen. Aber ich glaube an Gott. Er hat die Menschen geschaffen. Aber ich glaube daran, dass es eine andere Realität gibt, dass es Kirchen gibt und eine Vielfältigkeit, die alles möglich macht. Er kommt wirklich, der Heilige Geist, um dessen Kommen wir beten. Aber beten wir wirklich darum? Wollen wir, dass er wirklich kommt, der Heilige Geist, überraschend, überwältigend, umstürzend und alles in Frage stellend, ganz radikal? Wollen wir es wirklich, dass er uns aus unseren Gewohnheiten herausschleudert, aus unserem gewohnten Trott? Haben wir das nicht gerade schon kennengelernt und es als schrecklich befunden? Ich frage noch einmal, welche Sprache sprechen wir heute? Sprechen wir die Sprache der Angst oder der Liebe? Und ich schaue auf Petrus und die Jünger und ich merke ihre Begeisterung und ich stelle die Frage, wofür brennt mein Herz? Wofür brennt dein Herz? Mein Herz brennt nicht dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich möchte, dass sich Menschen öffnen, auch für Neues. Ich möchte, dass Misstrauen überwunden wird und echte Lebensfreude sich breit macht. Mein Herz brennt dafür, dass alte Konflikte begraben werden und Neues entstehen kann. Mein Herz brennt dafür, dass eine Gemeinschaft spürbar wird, in der die eine den anderen achtet und respektiert. Eine Gemeinschaft, in der man sich mit Positiven ansteckt, mit Liebe, Vertrauen, Geborgenheit, Ehrlichkeit, Frieden, wo einer den anderen versteht und er sich für ihn oder sie einsetzt. Eine Utopie vielleicht, aber für mich ein wunderbares Bild der Kirche, für das mein Herz brennt. Und wofür brennt dein Herz? Übrigens, ich bin mir sicher, dass etwas Wunderbares geschehen wird. Wann? Keine Ahnung. Aber wir bitten doch den Heiligen Geist, dass er kommt und uns begeistert, damit wir füreinander brennen und mit freudig brennenden Herzen die Liebe Gottes empfangen. Also, wofür brennt dein Herz?
für die Liebe Gottes? Wenn ja, dann freu dich. Amen. Und nun, liebe Gemeinde, können Sie mit Juliane zusammen das nächste Lied singen, die Nummer 134. Komm, o komm, du Geist des Lebens, die Strophen 1 bis 3. Komm, o komm, du Geist des Lebens, wahrer Gott von Ewigkeit, deine Kraft sei nicht vergebens, sie erfüll uns jederzeit, so vertrieben Licht und Schein in dem dunklen Herzen sein. Wir wollen nun wieder miteinander und füreinander Fürbitte halten. Lebendiger und heiliger Gott, wir danken dir, dass du uns ins Leben rufst und in Bewegung bringst. Lehre uns die Sprache der Liebe zu sprechen und unsere Hände zu öffnen für das, was du uns schenkst. Gott, heiliger Geist und Tröster, wir bitten dich um deinen Trost für die Menschen, die um einen Angehörigen trauern. Tröste sie und sei ihnen nah. Gott, heiliger Geist, wir bitten dich für Kranke und Sterbende, für Hoffnungslose und Verzweifelte. Schenke ihnen Trost und deine Nähe. Gott, heiliger Geist, Geist des Trostes, wir bitten dich, gib uns allen Geistesgegenwart, wo wir Entscheidungen zu treffen und zu verantworten haben. Wehre der Geistlosigkeit und der Einfallslosigkeit und schenke es, dass wir das Langbewährte, das Vertraute und das Gewohnte prüfen und, wenn es sein muss, verlassen und ins Leben neu aufbrechen. Herr, segne uns und hör das Gebet, das uns dein Sohn gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. Alles Gute und wunderschöne Pfingsttage wünsche ich Ihnen. Alles Gute und bis demnächst. Tschüss.